Verehrter Präsident Mayer, liebe Mitglieder und Freunde der katholischen Volksbewegung Pro Ecclesia, liebe Mitbrüder auch im geistlichen Amt, ich danke sehr, sehr herzlich für diese so freundliche Begrüßung mit ein paar Vorschusslorbeeren. Ich freue mich auch ganz besonders über diese Einladung, heute in die Schweiz an diesen schönen Ort einsiedeln. Mit der Schweiz verbinde ich immer sehr glückliche Tage. Die ersten Ferien, den ersten Urlaub, den wir mit unserer Familie, eine große Familie, 6 Kinder gemacht haben. Das war hier in der Schweiz. Ein paar weitere Urlaube haben gefolgt. Und so verbinde ich noch aus frühen, zarten Kindertagen mit der Schweiz eigentlich immer die Vorstellung, in der Schweiz kann man glücklich sein. Inzwischen als Gläubiger und als Priester weiß ich, das wahre Glück, das dauerhafte Glück findet man nur da, wo man es festmacht in Gott. Und ich glaube, genau darum geht es Ihnen ja in der katholischen Volksbewegung, dass die Menschen, die um uns herum leben, diese Festigkeit in Gott, im Glauben und in der Kirche finden. Und das umso mehr, wie genau dies heute vielfach in Frage gestellt wird. In unserer Zeit, die anderen Göttern nachläuft, manchmal leider auch in der Kirche. In diesem Sinn habe ich einen großen Respekt und zugleich eine große Sympathie für Pro Ecclesia. Als Nachbar beobachte ich das immer ein wenig aus der Ferne, aber eben doch mit Sympathie und Anteilnahme. Und ich freue mich, dass Sie diesem großen und wichtigen Werk verbunden sind. Und in diesem Sinn freue ich mich, dass ich heute als Gast hier reden kann. Also nicht Stunden, sondern ein Stündchen, sagen wir mal. Gut. Unser Thema, ein geistliches Thema, ist eben schon angetönt worden, die heilige Therese von Lisieux, was die Kirche wirklich weiterbringt. Wir fragen also an dem heutigen Tag nicht in die Vergangenheit, wer ist Therese gewesen vor über 100 Jahren, was waren einzelne Episoden ihres Lebens, sondern wir fragen, wie können wir zusammen mit der kleinen heiligen Therese von Lisieux den Weg der Kirche in die Zukunft finden? Also was sagt sie uns hier und heute in unserer Stunde der Welt und der Kirche? Und bei der kleinen Therese ist es so, wer bekannt ist, der ist leider oft auch verkannt. Und so hört man das bei vielen, auch bei namhaften Therese-Forschern, dass sie aus der kleinen Therese eine Revolutionärin machen. Da heißt es etwa von einem der ansonsten besten Kenner Thereses, Guy Gaucher, er sagt, sie hat eine geistliche Revolution vollbracht. Also da wird dann gesagt, Therese war Ende des 19. Jahrhunderts ihrer Zeit weit voraus. Sie war eine Vorreiterin, eine Revolutionärin, eine spirituelle Revolutionärin. Sie hat vor 130, 140 Jahren, sie hat das gelebt, was sich erst in der heutigen Kirche durchgesetzt hat oder sich vielleicht sogar erst noch durchsetzen muss. Also ein bisschen im Klischee gesprochen, sagen dann viele, sie lebte noch in schrecklich dunkler vorkonziliarer Zeit, aber sie selber hat schon die Ideen, die Ideale des Konzils gelebt. Aber wenn man aus ihr so eine Revolutionärin macht, da merkt man nicht, dass man damit Therese zu einer bloßen Projektion der eigenen Wünsche, der eigenen Vorstellungen von der Kirche und vom Glauben macht. Da reißt man einzelne ihrer Worte oder Gesten aus dem Zusammenhang heraus und macht sie sozusagen zu einem Garderobenhaken, um die Mäntel der eigenen Geistesblitze daran aufzuhängen. Ein Beispiel vorweg, wir werden später noch dazu kommen. An einer Stelle sagt sie, ich möchte gerne Priester werden. Also ist Therese schon für das Priestertum der Frau. Dass das nicht so ist, das müssen wir noch im Einzelnen sehen, aber das ist so wie ein Garderobenhaken. Da greift man etwas heraus und hängt die eigene Jacke, den eigenen Mantel darüber und sagt, Therese ist auch schon dafür. Aber so ist es tatsächlich nicht. Wer irgendeine beliebige Stelle ihrer reichen Schriften aufschlägt, der findet darin keine Spur einer Revolution, einer Rebellion gegen die angebliche Enge ihrer Zeit, wie man das sagt, den Moralismus oder den Kitsch des 19. Jahrhunderts. Nein, ganz im Gegenteil.
Sie hat ganz in ihrer Zeit gelebt und hat aus ihrer Zeit und dem Glauben ihrer Zeit die Kraft geschöpft, was sie in ihrer Zeit, aus ihrer Umgebung, nicht zuletzt aus ihrer Familie und aus ihrem Kloster gelernt hat. Das hat ihr das Entscheidende mitgegeben, dass sie diesen großartigen Weg mit Gott gehen konnte. Ein Beispiel: Seit kurzem besitzen wir eine sehr schöne, prächtige Ausgabe ihrer 26 Schulhefte, also wo sie als Kind, als junge Jugendliche in der Schule und im Privatunterricht gelernt hat. Französisch, Geschichte und vieles andere. Das ist heute alles schön dokumentiert. Man hat ja alles von ihr aufgehoben. Da finden sich Rechenaufgaben, Landkarten und Gedichte, aber auch immer wieder Gedanken zu Gott und zum Glauben. Und da ist es bestechend zu sehen, wie sie schon als kleines Mädchen und als Schülerin eben ganz schon die Therese, die heilige Therese ist. Gewiss noch ein junges Mädchen, aber eben keine andere als die, die sie am Ende ihres kurzen Lebens mit 24 Jahren sein wird. Also keine Revolutionärin gegen ihre Zeit, eine Umstürzerin, sondern eine, die Nahrung aus dem Besten ihrer Zeit gewonnen hat. Aber Therese war es schon zu Lebzeiten gewohnt, dass man sie verzeichnet hat, dass andere sich ein Wunschbild von ihr gemacht haben und die wirkliche Therese, das, was sie wirklich war, was sie gedacht und gefühlt hat, das war manchmal selbst in ihrer engsten Umgebung mehr verkannt als bekannt. Ja, sie hat einmal gegenüber ihren Novizinnen sehr schön gesagt, wie das mit den Heiligen geht, dass die Heiligen oft mehr verkannt als bekannt sind. Und sie hat das mit ihrem eigenen Humor gepaart, mit guter Beobachtungsgabe schön dargelegt, was sie von anderen Heiligen gesagt hat. Das gilt eigentlich bis heute auch von Therese selbst. Da sagt sie: Welchen Heiligen liebt man um seiner selbst willen? Man lobt ihn, man schreibt über sein Leben, man bereitet ihm großartige Feste, man veranstaltet religiöse Feierlichkeiten. Wir wollen eine Glocke ihm zu Ehren gießen. Und schon sehen wir, also bei der Hektik der Feierlichkeiten, und schon sehen wir, wie die Leute sich streiten, weil nicht alles gelingt, oder sich freuen, weil alles nach ihrem Willen geht. In der Hitze der Vorbereitungen wird geschrien und Lärm gemacht. Wenn alles vorüber ist, spricht man über das schöne Orgelspiel, über die Predigt, aber der Heilige, über ihn spricht man nicht. Und dann sagt sie: Ich möchte lieber verborgen bleiben, als halbe Ehren genießen. Von Gott allein erwarte ich mir Lob, das mir entspricht. Also sie hat schon gemerkt, populäre Heilige sind nicht immer die, die man beim Wort nimmt und sie selbst versteht. So scheint also unsere Frage, die wir uns heute gestellt haben, wie kann uns Therese helfen auf dem Weg in die Zukunft der Kirche und der Gesellschaft, im ersten Moment ein wenig wie das Hornberger Schießen auszugehen. Denn Therese selbst beschwört keine Aufbrüche. Sie macht keine Kirche von unten. Sie sagt nicht, jetzt ist die Stunde null, jetzt fängt alles von vorne ein, sondern sie sagt uns etwas. Und ich meine, sie schreibt es uns sogar regelrecht hinter die Ohren. Sie sagt uns: In der katholischen Kirche, in eurer Zeit, egal was es für Sorgen gibt, in der katholischen Kirche findet ihr doch alles, was ihr braucht, um Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ihr findet das Wort Gottes, ihr findet die Lehre der Kirche, ihr findet die Sakramente, ihr findet alles. Warum also zögert ihr noch, damit es auch in die Tat umzusetzen? Also mir scheint eine erste Botschaft nicht spirituelle Revolution im Sinn Umsturz der Kirche, sondern in der Kirche leben und aus ihr das Entscheidende zum Leben der Seele, zum übernatürlichen Leben, zur übernatürlichen Nahrung suchen. In der Kirche finden wir doch alles, was wir zum Leben und zum Heil brauchen. Also keine Revolutionären. Kaum haben wir diese kleine Enttäuschung aber verdaut, erleben wir eine Überraschung. Nämlich im Umfeld Thereses, also mitten in diesem angeblich so engen und
rückschrittlichen 19. Jahrhundert im Umfeld Thereses finden wir viele einzelne Personen und auch Institutionen, die sehr viel moderner sind, als man das vielleicht dem 19. Jahrhundert zutrauen würde. Also im Grunde, Therese selbst ist nicht von der Geschichte her eine moderne Revolutionärin, die ihre Zeit umstürzt, aber in ihrer Umgebung finden wir Ansätze und Personen, die tatsächlich uns am Anfang des 21. Jahrhunderts schon sehr nahe kommen können. Und die will ich vorstellen und will aber jeweils fragen, und wie begegnet Therese diesen Personen, diesen Einrichtungen und Entwicklungen, die schon erstaunlich modern sind? Denn da können wir dann sozusagen mit Händen greifen, wie Therese eben hilft, dass das, was modern wird, nicht vom Weg abirrt, sondern den rechten Weg, eben den Weg mit Gott findet. Ich habe mich mit dem Herrn Bischof nicht abgesprochen, aber insgesamt will ich auch 7 kleine Punkte, also Personen oder Institutionen herausgreifen, die eben sehr modern, sehr heutig erscheinen. Und ich will jeweils fragen, und was hat da Therese zu diesen 7 verschiedenen Personen und Einrichtungen zu sagen? Wie hilft sie, den rechten Weg vom falschen Weg zu unterscheiden? Ich möchte 7 nennen. Das eine ist ihr Onkel, Isidor Guérin, ein großer Journalist unter anderem. Dann zum zweiten will ich nennen ihre Schule, die Klosterschule der Benediktinerinnen in Lisieux. Dann will ich Laien in der Kirche, aktive Laien in ihrer Zeit in Frankreich nennen zum dritten. Dann will ich das Hospital des Bon Sauveur in Caen nennen, wo ihr Vater, der schwer erkrankt war, an Demenz erkrankt war, 3 Jahre interniert war. Ein bahnbrechendes katholisches Hospital. Dann das Bild der neuen Frau. Da kommt das auch, was wir eben schon sagten, ich will Priester werden. Was steckt dahinter? Dann die neuen Missionsmethoden, Mission als Inkulturierung. Das hat es schon damals gegeben. Und schließlich, da will ich mich dann noch mal ein wenig länger aufhalten, ihre nächstältere Schwester Céline, die in vielerlei Hinsicht eine sehr moderne Gestalt ist. Viele junge Menschen können sich heute gerade in Céline gut wiederfinden. Also, wir haben uns ein bisschen vorgenommen und wollen deshalb gleich medias in res gehen. Ich stelle also zunächst einmal 6 verschiedene vor. Céline will ich mir für den Schluss noch extra aufsparen und sage, was an diesen 6 Personen oder Einrichtungen das Moderne ist, dass man sieht, da können sich viele heutige Menschen drin wiederfinden. Und dann frage ich jeweils bei diesen 6, was hat Therese denen zu sagen? Also erstens, wie gesagt, der Onkel Isidor Guérin. Er ist sicher sehr viel mehr als der Vater Thereses, der Inbegriff eines modernen, aktiven, engagierten Laien, der den Mund aufmacht. Er hat sich nach einem eher lockeren Leben in der Jugend bekehrt und nun widmet er sich voll Eifer der Unterstützung des Glaubens und der Kirche, wo er nur kann. Hervorzuheben ist insbesondere sein publizistischer Eifer in der lokalen Presse. Er kämpft für den Erhalt der katholischen Privatschulen, damals schon der Kirchenkampf, der dann später sich in der Trennung von Kirche und Staat und der Aufhebung der meisten katholischen Schulen niedergeschlagen hat. Unter anderem erwirbt er von seinem Privatvermögen ein Haus, in dem eine kleine Mädchenschule beherbergt werden konnte. Aber auch spirituell, er unterstützt die Gruppe der ewigen Anbetung in der eigenen Pfarrei und die Finanzen sind wichtig. Er als einer der Honoratioren von Lisieux ist Mitglied im Kirchenvorstand der Kirchenverwaltung der Pfarrei. Als Journalist, ich sagte es schon, in regelmäßigen Beiträgen veröffentlicht er im 2-mal wöchentlich erscheinenden Le Normand und verteidigt dort die katholische Sache, den Papst und die Kirche, legt die Gründe dar.
Und der engagierte Laie scheut auch nicht die Auseinandersetzung. Er kreuzt die Klingen mit den Feinden der Kirche, unter anderem, ein bisschen pikant, ein früherer Lehrling bei ihm, Henri Cherand, ist ein führender Kirchengegner in Lisieux und mit dem kreuzt er eben publizistisch die Klingen. Weil nicht alle Spaß verstanden haben, ist er sogar mehrmals zum Duell von seinen ideologischen Gegnern herausgefordert worden. Aber als Christ weiß er, ein Duell ist verboten, deshalb hat er es immer abgelehnt. Also ein sehr aktiver Laie, dieser Isidor Guérin, der Onkel Thereses. Wir werden, wie gesagt, nachher sehen, was hat Therese ihm zu sagen, dass er auf dem rechten Weg bleibt. Etwas Zweites Modernes. Die Schule der Benediktinerinnen in Lisieux. Im Spiegel der Schilderungen Thereses in ihrer Selbstbiografie der Geschichte einer Seele scheint die Schule nicht so schrecklich gut wegzukommen. Therese hat sich dort sehr unglücklich gefühlt. Die 5 Schuljahre an dieser öffentlichen kirchlichen Schule gehören zu ihren traurigen Jahren. Aber wenn man sich fragt, was war das für eine Schule? Da stellt man fest, das war eine durchaus sehr moderne Schule. Ein Beispiel, man hat versucht, wenig mit Strafen zu arbeiten. Körperstrafen, Prügel gab es überhaupt nicht, schon damals nicht. Und man hat insgesamt eher versucht, die Schülerinnen zu motivieren, durch Ansporn, durch Auszeichnungen, auch das Vorbild der Lehrerinnen und der Erzieherinnen und eine insgesamt anregende Atmosphäre. Zum größeren religiösen Eifer der Mädchen sollten verschiedene Vereinigungen verlocken. Schulpastoral nennt man das heute. Also weniges wurde den Schülerinnen einfach verordnet, denn man wusste, dass was durch Verordnung oder gar Zwang im religiösen Leben einem jungen Menschen nahegebracht wird, das stößt er gern weg, wenn er eben nur kann. Nein, man hat versucht zu motivieren, statt zu gebieten. Das war die Devise. Aber auch in den Lerninhalten griff man auf die neuesten pädagogischen Errungenschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück. Und so lernten zum Beispiel die Mädchen auch kaufmännische Fertigkeiten, also das Wirtschaften. Oder zum Beispiel auch Sport spielte eine große Rolle. Oder zum Beispiel auch Hygiene, Gesundheitspflege und Medizin. Also eine durchaus wegweisende Schule, auf die die katholische Kirche auch heute noch stolz sein kann. Ein drittes modernes Element im Umkreis Thereses, da haben wir überraschend viele Laien, die eine eigene Berufung in der Kirche entfalten. Also das, was man sagt, das hat das Zweite Vatikanische Konzil entdeckt, das war im 19. Jahrhundert gerade in Frankreich schon sehr verbreitet. Denken wir etwa an Le Saint-Homme de Tours, den heiligen Mann von Tours, Monsieur Dupont, der sich besonders der Verehrung des heiligsten Antlitzes Jesu und dem Gebet und der Heiligung vor dem heiligen Antlitz Jesu gewidmet hat. Oder denken wir an Thérèse Durnerin, die eine große Volksbewegung, kann man auch sagen, mit mehreren hunderttausenden Mitgliedern, des Gebetes für die Heiligung der Priester gegründet hat. Schon damals hat man gesehen, dass Priester eben manchmal auch nicht nur heiligmäßig sind und es ist Aufgabe der Laien, etwas dafür zu tun, dass sie vorbildlich heiligmäßig sind. Also auch hier sehen wir Laien, die ein eigenes Charisma, eine eigene Berufung in der Kirche entfalten, etwas, was gerade für uns in unserer heutigen Zeit und ich denke auch in ihrer Volksbewegung besonders wichtig ist. Ein viertes modernes Element, das Hospital des Bon Sauveur in Caen. Der kranke Louis Martin war dort 3 Jahre lang von 1888 bis 1891 interniert. Manchmal denken die Leute, das war halt so eine alte Irrenanstalt zur Verwahrung oder gar einer bestialischen Behandlung mental Erkrankter. Sowas hat es ja bekanntlich im 19. Jahrhundert in vielen Ländern gegeben. Aber, und das ist der springende Punkt, dieses Hospital, in dem der inzwischen selig gesprochene Louis Martin 3 Jahre nach seiner Demenzerkrankung und verschiedenen auch gefährlichen Ausfällen interniert war, das war eben genau das Gegenteil von einer solchen
bestialischen Irrenanstalt. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Anstalt war gegründet und geleitet von dem 1987 von Johannes Paul II. Selig gesprochen Abbé Pierre-François Jamais. Und er hat nämlich eine tatsächlich revolutionäre Behandlung der Demenzerkrankten, der psychisch Erkrankten, Schizophrenen und so weiter durchgesetzt. Und diese Behandlungsmethode, die basierte auf dem Respekt vor der Menschenwürde jedes Einzelnen, gerade auch des psychisch Erkrankten. Sie wurden also nicht sozusagen wie halbe Tiere behandelt, sondern als Geschöpfe Gottes, denen man freundlich und eben menschlich begegnet, deren Wünsche, soweit sie erkennbar sind, eben dort im Hospital auch respektiert wurden. Und man hat versucht, mit den neuesten Methoden der Medizin tatsächlich auch Besserung, in manchen Fällen sogar Heilung zu bewirken. Die Tatsache, dass Louis Martin nach 3 Jahren entlassen werden konnte, in den Schoß der Familie zurückkehren konnte, ist tatsächlich ein Erfolg dieser revolutionären Methode des Bon Sauveur. Tatsächlich, viele Angehörige von in Heimen betreuten Demenzerkrankten wären ja heute über solche Erfolge froh. Ein fünftes modernes Element. Denken wir an den Typus der neuen Frau. Verändertes Rollenbild der Frau, Emanzipation, die Frau, die in die Öffentlichkeit hinein drängt. Da denken wir an niemand Geringeres als an die Mutter der heiligen Therese von Lisieux, Célie Martin, die inzwischen mit Louis Martin selig gesprochen wurde. Denn sie entspricht ja nicht gerade dem Klischee dessen, was man gerne sagt, so die katholische Frau, die bleibt im Hintergrund, Küche, Kinder, Kirche, sie geht nicht in die Öffentlichkeit, sie hat kein eigenes Geld zur Verfügung, keinen eigenen Beruf. Das ist ein Klischee, ganz im Gegenteil. Célie Martin war eine erfolgreiche Unternehmerin mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, Spitzenprodukt aus Alençon, ihrer Heimat, nämlich den Spitzen, die weltbekannt waren und wo sie zu Zeiten mehr als 12 Handarbeiterinnen beschäftigt hat. Und sie hat dieses Unternehmen mit großem Geschick eigenständig geführt und eben auch nach außen hin verteidigt, auch in schwieriger Zeit, etwa auch der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges. Also interessanterweise, die Eltern der heiligen Therese kehren eigentlich dieses klassische Klischee, die Mutter ist die zurückgezogen, der Vater ist der Dominante, sie kehren es fast um. Die Mutter ist die Starke, die auch wirtschaftlich erfolgreichere, während der Vater im Grunde eher der Gefühlvolle, der Weiche, der in sich Gekehrte ist. Ein sechster moderner Punkt aus ihrer Umgebung. Bei Thereses Missionsbegeisterung darf nicht unerwähnt bleiben der Geist der Missionare der damaligen Zeit. Nämlich diese Missionare haben auch bereits neue Formen der Mission erprobt. Sie haben sich um ein Verständnis der einheimischen Bevölkerung bemüht. Sie haben sich zunächst einmal bemüht, die Kultur dieser Menschen zu ergründen, ihre Sprache zu kennen und sich auch vom äußeren Auftreten her, soweit es möglich war, der Bevölkerung anzupassen. Therese hat ja 2 Missionsbrüder, also 2 angehende Priester, die in die Mission gingen und für die sie ein Gebetsapostolat und eine Briefpartnerschaft übernommen hat. Und zum Beispiel der eine von ihnen, Adolphe Roulin, der ist nach China, in das östliche Sichuan gegangen und dort hat er sich zum Beispiel einen Chinesenbart wachsen lassen, um einfach vom Äußeren her zu zeigen, ich bin einer von euch. Er lernte die chinesischen Schriftzeichen und er ging mit einem sehr aufmerksamen Blick durch seine neue Heimat, das östliche Sichuan. 6 verschiedene moderne Personen, Bewegungen, Aufbrüche. Wie gesagt, die 7. Céline sparen wir uns noch ein wenig auf. Und jetzt fragen wir, und was hat Therese zu diesen 6 Personen und Einrichtungen zu sagen? Wie hilft sie, dass das, was da an Veränderung, an Aufbruch ist, dass das in die richtige Richtung geht und dass es nicht auf Irrwege kommt,
Einseitigkeiten kommt oder eben zu besagten Revolutionen, die sagt, alles bisherige war verkehrt, jetzt fangen wir erst richtig an. Nun, zunächst halten wir das fest, noch einmal, Therese selbst war keine Revolutionärin. Im Vergleich gerade zu diesen modernen Personen und Aufbrüchen erscheint sie sogar eher rückwärts gerichtet. Sie verkörpert eher ein Ideal der katholischen Frömmigkeit, das das Ideal der früheren Jahrhunderte war. Nämlich, also in dem Sinn vielleicht weniger eine Revolution, sondern eher eine Restauration, in einem historisch nicht pejorativen Sinn. Nämlich ihre Frömmigkeit war sehr traditionell geprägt von der Weltflucht, der Fuga Mundi. Der Wahlspruch ihres Vaters lautete Dieu premier servi, Gott zuerst gedient. Also Gott ist so überwältigend, so alles überragend, dass sie ihm und nur ihm allein das Leben hingeben will. Deshalb will sie so bald wie möglich auch ins Kloster eintreten. Das wollte sie bereits mit 14 Jahren. Also das Moderne, die Welt, die Weltheiligung, die Bewährung innerhalb der Welt, das tritt allenfalls am Rande in ihren Gesichtskreis. Konsequent flieht sie die Welt, sobald es ihr möglich ist, und begibt sich hinter die Klausurmauern des Karmels von Lisieux. Und nicht zufällig ist ihr Lieblingsbuch die Nachfolge Christi, also der Inbegriff einer christlichen Weltverachtung aus inniger Gottesliebe. Typisch für sie ist auch die Vernachlässigung aller weltlichen Rücksichten. Klugheit und vernünftige Argumente, das schätzt sie eher gering. Also zum Beispiel ihr Onkel Gérard, den sie um Erlaubnis bitten musste, in den Karmel so früh einzutreten. Er hat viele weltliche Rücksichten. Was sagen die Leute? Was könnte passieren, wenn du wieder austrittst? Gibt es dann einen Skandal? Schadet das der Kirche? Das hat Onkel Gérard durchaus mit guten Gründen und vernünftig vorgestellt. Aber sie sagt oder gibt diese Haltung von Onkel Gérard wieder. Zitat, weil dieses Leben einer Karmelitin in den Augen der Welt das Leben eines armen Hansels darstellte, würde man dem Ordensleben einen großen Schaden zufügen, ließe man ein unerfahrenes Kind ein solches Leben ergreifen. Aber da merkt man aus diesen Worten, mit denen sie die Haltung ihres Onkels ironisiert, dass sie sagt, und ich will gerade unklug sein und ich will gerade ein Skandal in den Augen der Welt sein, denn Gott lieben ist der Welt immer ein Skandal. Also man sieht, sie passt sich nicht an die Welt an, sie ist nicht in dem Sinn weltheiligend, dass sie sagt, man kann auch in der Welt heilig werden. Fast hat sie ein wenig Scheuklappen, weil sie nur auf Gott und auf die Liebe zu Gott schauen will. Aber, und das ist das Entscheidende, das Dieu premier servi, Gott zuerst gedient, das ist der Inbegriff, das Herz des Katholizismus, des Christentums aller Zeit. Das bringt sie mit, das verkörpert sie wie kaum eine zweite. Diese unendliche Gottesliebe, dem sie alles hingeben will. Und gerade aus der Kraft dieser geradezu unendlichen Gottesliebe kann sie nun auch ein sehr waches und sehr genau beobachtendes Auge mitbringen für diese genannten modernen Personen und Einrichtungen und findet dort die richtigen Worte, die richtigen Einstellungen zur Unterscheidung der Geister. Was ist an dem Modernen gut und was ist an dem Modernen gefährlich oder gar schlecht? Und ich glaube, das ist es, was sie uns mitgeben kann, bei allem sozusagen den inneren Kompass ausrichten, die Magnetnadel soll ausschlagen nach dem Nordpol, das heißt nach Gott selbst. Also was dient der größeren Ehre und der größeren Liebe Gottes? Und dann sieht man auf der Landkarte, was geht diesen Weg und was weicht von diesem Weg nach der einen oder der anderen Seite ab. Das ist ihr Grundprinzip. Die Gottesliebe entscheidet über alles. Das ist der Kompass. Die Sicherung der Wurzeln in unserer heutigen Zeit sicher wichtiger denn je. Die Wurzeln müssen geschlagen sein in Gott und in der Liebe zu Gott. Sonst ist alles andere vergebens, sonst ist es nur Schall und Rauch. Und da fragen wir nun,
nach unseren sechs Gestalten. Was sagt sie zum ersten, zum Onkel Gerard? Tatsächlich ist interessant, gegenüber diesem aktiven Laien, da hat sie immer ein klein wenig zwiespältige Gefühle entfaltet. Etwa als sie ihn um den Eintritt in den Karmel bittet. Ich zitiere sie: Nur unter Zittern vertraute ich meinem Onkel meinen Entschluss an. Er überschüttete mich mit allen möglichen Zeichen zärtlicher Liebe, doch die Erlaubnis zum Eintritt gab er mir nicht. Er verbot mir im Gegenteil, bevor ich 17 Jahre alt wäre, ihn wieder auf meine Berufung anzusprechen. Es sei, da haben wir es nochmal, gegen die gebotene Klugheit, meinte er, ein 15-jähriges Mädchen in den Karmel eintreten zu lassen. Damit aber sagt Therese nicht nur ihrem Onkel, sondern insgesamt unserem heutigen Typus des aktiven, des kämpferischen Laien: Verwechsle deinen Einsatz nicht mit Macht, Einfluss und Durchsetzung deiner eigenen Partei. Vergiss nicht, immer zuerst auf die Stimme Gottes zu hören und ihm gehorsam zu sein. Auch da, wo er uns andere überraschende Wege führt. Also zuerst auf die Stimme Gottes hören und dann erst reden und handeln, das sagt sie dem aktiven Laien. Dasselbe gilt auch für die Pensionatsschule der Benediktinerinnenabtei. Mir ist, als wolle Therese da etwas aussprechen, was gerade für viele katholische Einrichtungen in unseren Ländern von großem Belang ist. Da möchte ich ihr die Worte in den Mund legen: Passt auf, katholische Einrichtungen, passt auf, dass ihr euer Profil nicht verliert. Da wird zwar vielleicht noch mit viel Glanz und Gloria eine Erstkommunionfeier gehalten, wie sie das selber in der Pensionatsschule erlebt hat, aber ihr vergesst, den Geist dieser Feier auch nachhaltig in die Herzen der Kinder einzupflanzen. So habe ich selbst den inneren Widerspruch zwischen glanzvoller Feier und dem raschen Übergehen zum Alltag erlebt. Sie hat in ihrer Geschichte einer Seele berichtet, wie sie in den Tagen ihrer Erstkommunion gerne in die Schule gegangen ist. Und die anderen Schülerinnen, die mit ihr Erstkommunion gehalten haben, waren alle begeistert. Aber bald darauf musste, so sagt sie, musste ich wieder mit ganz anders gearteten Schülerinnen zusammen sein. Sie waren wieder oberflächlich und wollten sich nicht an die Ordnung halten. Das machte mich sehr unglücklich. Also schon damals ein bisschen Schau für einen großartigen Tag, aber es prägt nicht nachhaltig. Das ist die Gefahr katholischer Einrichtungen. Es läuft alles wie am Schnürchen, vielleicht noch ein schöner Pressebericht. Aber was wird nachhaltig in die Herzen, in dem Fall der Kinder, eingepflanzt? Das ist doch die Frage. Was bringt's fürs Heil? Das Dritte, die Laienberufungen in der Kirche. Wie sollten wir da nicht an ihr großes und oft zitiertes Wort vom Herzen der Kirche denken? Ja, wer mitten in der Welt steht, wie die Laien, der ist sicher auch ganz besonders dadurch gefährdet, sich auch an die Welt, an die eigene Arbeit, an die Probleme und Sorgen, die dabei entstehen, oder auch an ein noch ungereinigtes, vielleicht gar sündhaftes Herz zu verlieren. Und darum sagt sie den Laienberufungen, sagt jedem in der Kirche: Die Kirche ist der Leib Christi. Jeder hat seine unterschiedliche Aufgabe. Das ist gut und wichtig. Aber die Kirche hat auch ein Herz. Ich zitiere sie: Ich begriff, wenn die Kirche einen Leib hat, der aus verschiedenen Gliedern besteht, dann fehlt ihr auch nicht das Notwendigste, Edelste von allen. Ich begriff, die Kirche hat ein Herz, und dieses Herz brennt vor Liebe. Also den Laienberufungen in der Kirche sagt sie keine Wichtigtuerei, sondern das, was ihr tut und sagt, muss aus der Liebe zu Jesus geboren sein. Sonst ist es nur Schall und Rauch. Dann ist die Kirche ein lebloser Organismus, ein Skelett
ohne glutvolle Liebe zum Herrn geworden. Wir gehen weiter. Wir haben vom Hospital des Bon Sauveur gesprochen, der Krankenpflege, die Louis Martin dort erhalten hat. Ja, das, was sie aus der Ferne des Klosters, aber doch im Herzen dem Vater sehr, sehr nah und mitleidend, mitfühlend in diesen 3 Jahren dort miterlebt hat, wie sie es mitgegangen, mitgelitten hat, das hat offensichtlich bei ihr ein sehr tiefes Echo ausgelöst. Sie hat nämlich in ihren späten Jahren entdeckt, diese Gründung in der Gottesliebe hat die Bewährung in der Nächstenliebe. Gottes- und Nächstenliebe gehören zusammen, ja in gewisser Weise sind sie eins. Man kann nicht Gott lieben, ohne den Nächsten zu lieben und umgekehrt, man kann den Nächsten nicht lieben, ohne Gott zu lieben. Und darum hat sie versucht, auch im Karmel, im Miteinander mit Schwestern, insbesondere mit denen, die Außenseiter im Kloster waren, weil sie zum Teil schwierige Charaktere, manchmal skurrile Eigenschaften und Verhaltensweisen hatten, Brummbären und ähnliches mehr, also schwierige Mitschwestern, die alle anderen gelitten haben, da hat sie versucht, diesen Geist des Bon Sauveur selber auch im Karmel zu verwirklichen. Es gibt 2 Schwestern, die waren bekannt im Karmel, jeder hat sie gemieden, Schwester Marie de Saint-Joseph und Schwester Thérèse de Saint-Augustin. Letztere, das sagt sie selber mit ihr eigenen Humor, diese Schwester hatte das Talent, mir in allem zu missfallen. Also sie war von vornherein ihr unsympathisch, sie hatte so die Begabung, ständig ein Fettnäpfchen auszukramen und hineinzutreten. Aber Therese bemüht sich nun, diese Antipathie zu überwinden und sie verhält sich sehr freundlich ihr gegenüber. So hat sie allmählich sogar Einfluss auf die Schwester gewonnen, dass diese Schwester, Schwester Thérèse de Saint-Augustin, sogar den Eindruck hatte, das ist eine Freundin. Ja, das ging so weit, dass die leibliche Schwester Thérèses, Marie, sogar ein bisschen eifersüchtig auf diese Schwester war, dass Therese so viel an Herzlichkeit, an Freundlichkeit, an Humor, an Zuwendung, an Zeit dieser Schwester geschenkt hat und nicht ihr selbst, der leiblichen Schwester. Das zeigt uns, sie lernt aus der Krankenpflege des Bon Sauveur, dass Nächstenliebe, Caritas, den Kern darin hat, dass man dem anderen Wertschätzung, Liebe entgegenbringt, also nicht nur dem anderen irgendwelche Dienste, die möglichst professionell laufen, entgegenbringt, sondern dass man das Herz des anderen kennt und dass man dem Herzen des anderen Liebe und Freundlichkeit entgegenbringt. Wir gehen wieder weiter, der Typus der neuen Frau. Ja, Therese selbst hat sich sehr stark mit ihrer eigenen Fraulichkeit auseinandergesetzt. Ebenso durchaus auch mit der Stellung der Frau in der Kirche und in der Gesellschaft. Dies hat sie in der Tat ganz besonders im Gegenüber zu den Priestern getan. Und da fällt eben in der unmittelbaren Nähe dieses Wortes vom Herzen der Kirche, da fällt dieses vorhin schon zitierte Wort, ich entdecke in mir die Berufung zum Priester. Das greifen, wie gesagt, viele heraus und sagen, eigentlich ist sie da schon die Frau mit dem lila Schal, die das Priestertum der Frau fordert. Aber wenn man es genauer untersucht, merkt man, davon hat sie überhaupt nichts. Es geht um etwas anderes. Und das ist eine auch psychologisch durchaus komplexe Geschichte. Nämlich, ihre Eltern haben sich gewünscht, nach lauter Mädchen am Schluss doch auch noch einen Buben, einen Jungen zu bekommen. Und dieser Junge, der sollte, wie das in einer gut katholischen Familie damals der Fall war, der sollte dann später einmal Priester, vielleicht auch Missionar werden. Also, wenn sie sagt, ich entdecke in mir die Berufung zum Priester, ist das ein Echo auf den Wunsch ihrer Eltern. Sie hätte nicht als Mädchen auf die Welt kommen sollen, sondern als Junge und dann Priester werden. Nun wissen wir aber, psychologisch ist das durchaus eine gefährliche Position, dass jemand sich die Wunschträume der eigenen Eltern aneigne und sagt, eigentlich so wie ich bin, bin ich unvollkommen, ich hätte eigentlich ganz anders sein sollen.
Das heißt, das bringt auch eine Spannung in ihre eigene Fraulichkeit, weil sie weiß, von den Eltern her hätte sie eigentlich gar kein Mädchen, keine Frau werden dürfen. Wie überwindet sie das? Nun, mit Hilfe der Gnade Gottes und seiner Führung in geradezu genialer Art und Weise, nämlich nachdem die Eltern schon beide lange tot sind, bekommt sie doch noch zwei Brüder, die besagten zwei angehenden Priester und Missionare, Roland und Bellière. Ja, sie ist ihnen wirklich glutvoll Schwester, geistliche Schwester. Es wird ihr erlaubt, auch einen Briefwechsel mit beiden zu pflegen. Das gehört zu ganz lesenswerten Stücken aus ihrem eigenen Schrifttum. Also, sie findet nun tatsächlich die Erfüllung des Traums ihrer Eltern. Nicht nur einen, sondern sogar zwei Priester, Missionare als Brüder hat sie. Und dadurch findet sie schließlich am Ende ihres Lebens auch vollends zu ihrer eigenen Identität. Sie braucht gar nicht etwas anderes zu sein, als was sie ist. Sie braucht nicht Junge zu sein statt Mädchen, sondern sie ist das, was sie ist, nämlich Mädchen, Frau und Karmelitin. Und gerade als solche ist sie wertvoll und entscheidend für diese beiden, Maurice Bellière und Adolphe Roland. Sie erkennt sehr genau, dass sie bei dem ersten Maurice Bellière, als er in einer Berufungskrise ist, er wurde zum Militär eingezogen und das hat seine Berufung sehr ins Wanken gebracht, dass sie da ihm schwesterlich beisteht und ihm eigentlich die Berufung rettet. Und Roland, als er eben nach China geht und vieles Schwierige erlebt, da unterstützt sie ihn und sie weiß, durch ihr Gebet und ihr Opfer ist sie ihm tatsächlich die entscheidende, gottgesandte Hilfe, dass er seinen Missionarsdienst vollenden kann. Also nicht selber Priester sein wollen, sondern als das, was ich bin, als Laie, in ihrem Fall als Frau, die Priester unterstützen, ihnen verbunden sein, im einen Glauben und in der einen Kirche, das ist ihre Antwort auf die Frage nach der neuen Frau. Und ich denke, das ist auch ihre Antwort auf die heutige fälschliche Forderung nach dem Priestertum der Frau. Unserer heutigen Zeit, so scheint mir, sagt sie da, wie ihr euch auch als Mann und Frau heute versteht und eure Aufgaben definiert, das mag ganz unterschiedlich sein und anders als in unserer Zeit. Aber achtet stets auf eines. Nur das Miteinander von Priestern und Laien, von Frauen und Männern im Herrn, nur das Miteinander zeigt, wer ihr seid. Alle bloße Beschäftigung mit euch selbst, alle bloße Betroffenheit und Abgrenzung, ja alles Abschütteln des Glaubens, weil es angeblich nicht mehr zum modernen Bild von Mann und Frau passt, das führt euch nur auf Abwege. Und nachdem wir eben von den Missionarsbrüdern gesprochen haben, wollen wir im sechsten Punkt auch noch fragen, und was sagt sie den neuen Missionsmethoden, etwa eines Père Adolphe Roland im östlichen Sichuan in China? Nun, was Therese hier bei Roland lernt und wie sie unterstützt, das ist tatsächlich die Liebe und die Sorgfalt beim Blick auf die Adressaten der Mission. Mission, Evangelisierung kann man nur betreiben, wenn man die, zu denen man gesandt ist, liebt und wertschätzt und sie nicht verachtet. Diese Menschen, zu denen man geht, sind keine Tabula Rasa, sondern Menschen mit einer Kultur, mit Charakter und mit bestimmten Gebräuchen. Das akzeptiert sie. Das äußere Zeichen dafür ist, dass sie in ihrer kargen Karmelzelle, wo es sonst nichts gibt, kein Bild an der Wand, aber da hängt sie eine Karte von China auf, die ihr Père Roland geschickt hat. Und so kann sie jeden Tag schauen, da wirkt er und da stellt sie sich sein Umfeld vor und betet dafür. Sie will also wissen, in welchem Umfeld der Missionar wirkt. Umgekehrt spricht aber aus ihren Briefen an Roland immer wieder die Mahnung, das eine entscheidende Ziel der Mission nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich diesen Völkern und Heiden Christus zu bringen. Und ich glaube, auch hier hat sie eine entscheidende Botschaft für die Kirche heute angesichts der Evangelisierung und Neuevangelisierung. Da ist mir, als wollte sie sagen,
Jede Mission beginnt mit der Mission des eigenen Herzens. Und sie endet auch wieder dort. Evangelisierung ist zuerst Selbstevangelisierung. Sonst wird die Mission unweigerlich verflachen. Und sie wird an der Erfolglosigkeit zugrunde gehen. Sie wird sich über kurz oder lang gegen Glauben und Kirche wenden oder schließlich Glaube und bloße Sozialarbeit miteinander verwechseln. Nun sind wir also diese 6 verschiedenen Personen und Einrichtungen und Bewegungen, Aufbrüche durchgegangen und haben jeweils gefragt, und was sagt sie ihnen? Wie kann Therese beitragen, dass diese modernen Gestalten tatsächlich den Weg gehen und ihn nicht verfehlen? Eine Gestalt, eine Person, die Therese besonders nahe stand, haben wir uns noch aufgespart und der wollen wir uns nun abschließend widmen, nämlich ihre nächstältere Schwester Celine. Celine ist nämlich wiederum in vielfacher Weise sehr viel moderner in ihrer Lebensführung, heutigen, gerade jungen Menschen, noch mal sehr viel näher als Therese selbst. Wieso? Durch 2 Elemente. Das eine, Celine wollte eigentlich auch schon früh ins Kloster eintreten, aber dann kam die Krankheit und die Demenzerkrankung ihres Vaters dazwischen, hat regelrecht ihre Lebenspläne durchkreuzt und so lässt sie sich bestimmen über den Zeitraum von 7 Jahren von der Pflege ihres kranken Vaters. Und dann eben zum Zweiten die Frage nach der Berufung. Sie ist eben nicht wie Therese, die die schnurgerade, feilgerade und raketenschnell ihre Berufung verwirklichen will und dann mit 15 schon in den Karmel eintritt, sondern sie ist in ihrer Berufung hin und her gerissen. Sie weiß nicht, hat sie überhaupt eine Klosterberufung, soll sie heiraten. Auch das ist ganz typisch für heutige junge Menschen. Wenn sie überhaupt einen Gedanken, eine geistige Berufung haben, dann braucht es oft lange Wege, manchmal auch Umwege, manchmal Irrwege, bis sie es verwirklichen können. Schauen wir also auf Celine in diesen 2 modernen Punkten und schauen, was da Therese ihr zu sagen hat. Also tatsächlich, dass Celine ihren Vater so lange pflegen musste, von heute auf morgen sind ihre Pläne durchkreuzt worden. Damit ist Celine tatsächlich gerade vielen Frauen jeden Alters in unserer heutigen Zeit besonders nahe. Denn wir alle wissen das, gerade angesichts unserer kleinen Familien heute, in der Regel sind es keine Großfamilien mehr, da kommen die Kinder, meistens als Erwachsene in schon ein bisschen fortgeschrittenem Alter, kommen sie über kurz oder lang in die Verlegenheit, ihre alten Eltern oder einen Elternteil zu pflegen, sich um sie zu kümmern bei Verwitwung, sich in dem Sinn zumindest um sie zu kümmern, dass sie häufig besuchen, dass sie auch um alltägliche Dinge sich kümmern, aber manchmal auch, dass sie sie zu pflegen haben, vielleicht auch in die eigene Wohnung aufnehmen wollen. Natürlich ist das eine Aufgabe, die die Männer nicht weniger angeht als die Frauen. Aber faktisch, auch in unserer modernen Zeit, bleibt diese Aufgabe der Sorge für kranke und alte Elternteile oder Verwandten eben doch oft an den Frauen hängen. Und denen geht es dann eben tatsächlich häufig so wie Celine damals, dass dadurch manche Lebensträume, manchmal auch Karrierewünsche durchkreuzt werden. Es ist manchmal so, dann gehen die Jahre ins Land. Man sagt, provisorisch nehme ich die alte Mutter erstmal bei mir auf. Und dann zieht sich das hin über Jahre und viele Jahre, die dann ins Land gehen. Jahre einer Tätigkeit, einer Sorge für diesen Angehörigen, die oft alles andere als erfüllend sind und die manchmal von dem Kranken oder dem Gebrechlichen, vielleicht dem Demenzkranken, oft nur mit allerhand Ärgerlichkeiten belohnt wird. Und sollte man darin noch ganz mit Gott verbunden leben können, sollte man gerade da, wo man nicht die eigenen Lebenspläne verwirklicht, sondern sich von Gott durch den Anruf eines kranken, gebrechlichen, alten Familienmitglieds angerufen fühlt, sollte man darin nicht eben Gottes Willen erkennen können? Nun,
Ich denke, genau das ist es, was Therese ihrer Schwester Celine sagt und was sie damit allen heutigen Familienangehörigen, die Pflegeaufgaben haben, zu sagen hat. Sie sagt nämlich, das Entscheidende ist nicht die Perspektive auf das eigene Ich, nicht die Perspektive, was sind meine Träume und Vorstellungen vom Leben. Und je mehr ich davon verwirkliche, umso glücklicher bin ich. Sondern sie sagt umgekehrt, was fängt das Leben mit mir an? Das ist die entscheidende Frage. Denn darin erkenne ich, was fängt Gott mit meinem Leben an? Wie will Gott mich in den Dienst nehmen? Die äußeren Ereignisse, die äußeren Erfordernisse sind die Stimme Gottes. Und wenn ich dafür manches drangeben kann und muss, wenn ich dafür vielleicht auch Opfer bringen muss, manche Enttäuschung, manche Entbehrung, dass mein Leben äußerlich gesehen viel eintöniger wird als vielleicht bei manchen Gleichaltrigen, mit denen ich mich vergleichen möchte, dann umso mehr bin ich Gott nahe, ist Gott der, der mir dieses Los gegeben hat, damit ich die Liebe lerne. Wir haben ein sehr schönes Zeugnis Thereses selbst, wie sie eben genau diese Haltung der entbehrungsreichen Nächstenliebe gelebt hat. Nämlich, wie sie wieder einmal eine alte, gebrechliche und an den Knien kranke Schwester ganz langsam durch den Kreuzgang des Klosters geführt hat. Da hörte sie an einem Winterabend über die damals nur sehr niedrigen Klostermauern von draußen her Musik. Ich zitiere sie: Plötzlich drang aus der Ferne der Wohlklang eines Musikinstrumentes an mein Ohr. Und sie war sehr fantasievoll, da trat ein lichterfüllter Salon vor mein inneres Auge, mit herrlichen goldenen Verzierungen versehen, und fein gekleidete junge Damen sagten sich gegenseitig weltliche Komplimente und Artigkeiten. Also ein adliger oder ein bürgerlicher, großbürgerlicher Ball. Und dann richtete sich mein Blick auf die arme Kranke, die ich stützte. Anstelle einer Melodie hörte ich von Zeit zu Zeit ihre Klagelaute. Und anstelle der goldenen Verzierungen hatte ich die Backsteine unseres nüchternen Kreuzgangs vor Augen, den kaum ein Schimmer erhellte. Und dann das Entscheidende: Unmöglich kann ich beschreiben, was da in meiner Seele vorging. Ich weiß nur, dass der Herr sie mit den Strahlen der Wahrheit erleuchtete, welche den dunklen Glanz irdischer Feste dermaßen überstrahlten, dass ich mein Glück kaum fassen konnte. Oh, um in den Genuss von 1000 Jahren weltlicher Feste zu kommen, hätte ich keine 10 Minuten meines unscheinbaren Dienstes der Nächstenliebe hergegeben. Also, dort, wo ich in der Nächstenliebe so entbehrungsreich und hart und äußerlich gesehen wenig lohnend das erscheinen mag, wo ich darin den Willen Gottes erkennen kann, mich von einem Angehörigen oder einem anderen Menschen in Dienst genommen fühle und weiß, Gott selbst sagt dazu ja, Gott selbst hat mir diesen Menschen geschenkt, dann möchte ich 10 Minuten dieses Dienstes an diese Menschen nicht mit 1000 Jahren der größten Feste dieser Welt, nicht mit Fun und Wellness, wie wir heute sagen, tauschen. Ich glaube, eine wichtige Aussage für viele, gerade heutige katholische Laien, die in unscheinbarer Art und Weise da Großartiges leisten. Und kommen wir zum anderen Punkt, mit dem Celine eben auch so modern ist, nämlich mit ihrer Berufungsgeschichte. Sie ist hin und her gerissen zwischen Heirat, Alleinbleiben und Klosterberufung. Es wurde ihr tatsächlich nicht leicht gemacht und man möchte einen ganz modernen Menschen auf der Suche nach seiner Berufung erkennen. Sie hat zuerst auch, wie Therese, eine Berufung zum Karmelleben entdeckt, aber dann schwankt sie wieder hin und her. Sie hat zwar ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt, aber dann fragt sie sich, war das nicht voreilig? Sie erhält einen Heiratsantrag ausgerechnet an dem Tag, an dem Therese ins Kloster eintritt.
Ist das vielleicht ein Zeichen Gottes, dass ich doch heiraten soll, als Einzige der Familie, vielleicht auch Kinder bekomme? Und dann später ein zweiter Heiratsantrag. Und als wäre das noch nicht genug, der Familie sehr verbundene Pater Pichon war Missionar in Kanada und er möchte Celine nach Kanada holen zur Gründung eines Artes, man könnte sagen, Säkularinstitutes. Sie darf aber niemandem etwas sagen. Also nicht in den Karmel eintreten, sondern aus Frankreich auf Nimmerwiedersehen weggehen. Hin und her gerissen, was soll sie tun, was kann sie tun? Therese hat manches eher geahnt als wirklich mitbekommen von all diesen Zerrissenheiten Thereses. Aber als sie davon erfährt, dass sie vielleicht nach Kanada gehen sollte, zerreißt es ihr Herz, aber sie bringt innerlich das Opfer. Und dann sagt sie, sie schreibt, das Einzige, was ich nicht hätte hinnehmen können, war, dass Celine nicht die Braut Jesu geworden wäre. Also nicht eine Schwester, eine Ordensschwester. Denn sie liebte ihn ebenso wie ich selbst und darum war es unmöglich, sie ihr Herz einem Sterblichen schenken zu lassen. Das heißt, sie erkennt, sie hat die Berufung. Sie erkennt, sie hat die Klosterberufung. Und darum sagt sie, wer wirklich eine solche Berufung hat, der darf, ja, der soll sich auch das Herz fassen, den Mut und diese Berufung zu verwirklichen. Also dann lange hinwarten, dann noch einmal fragen, soll ich nicht doch den anderen Weg gehen? Das kann eine echte, authentische Berufung auch wiederum zerstören oder verwässern. Mir scheint, das ist etwas, was sie gerade vielen jungen Menschen heute sagt. Entscheidend ist, auf den Willen Gottes zu hören. Aber wenn ausreichend Gewissheit gegeben ist, dann ist entscheidend, auch zu gehen. Wer dann zu lange wartet, wer dann sich kein Herz fasst, wer dann keinen Mut hat zu gehen, der kann alles auch wieder verderben. Meine lieben Versammelten, liebe Mitglieder und Freunde der Volksbewegung Pro Ecclesia, ich möchte schließen. Wir haben heute auf Therese geschaut, wie sie uns auf dem Weg begleiten kann, was sie uns auf dem Weg in der Moderne zu sagen hat, als eine aufmerksame, als eine kritische Begleiterin. Wir haben gesehen, das Entscheidende für sie ist, das eine Notwendige, das Unverzichtbare bei jedem Schritt in die Zukunft der Kirche, das ist die tiefe Verwurzelung in der Gottesliebe. Und wir möchten sagen, die tiefe Verwurzelung in der Fülle des Katholischen. Wir haben alles, wir haben die christliche Wahrheit, wir haben die Mittel, die Sakramente, wir haben das Gebet, von dem wir vorhin im Vortrag gehört haben. Wir haben alles Entscheidende, um zum Heil zu kommen, ja, gibt's Gott, sogar heiligmäßig zu werden. Ohne diese Verwurzelung in der Fülle des Katholischen geht es nicht. Wer abseits davon, vielleicht sogar gegen die Fülle des Katholischen, versucht, Wege zu gehen, der wird notwendig Schiffbruch erleiden. Therese hat sich mit großer Sicherheit, mit großer Unbedingtheit auf Gott hin ausgerichtet und alles, ihr ganzes Leben, auf Gott ausgerichtet. Das und nur das, diese Ausrichtung auf Gott, dieser Kompass mit der Magnetnadel, das gab ihr die große Klarheit und Unterscheidungsgabe. Und das können wir von ihr lernen. Liebe Gott und dann schau auf die Welt und die Kirche und geh den Weg so, dass es die Liebe zu Gott und zum Nächsten mehrt. Noch einmal, eine Revolution aus Lisieux hat es gewiss nie gegeben. Wohl aber kann sie entscheidend dazu beitragen, dass die Revolution unserer Zeit nicht ihre Kinder frisst. Liebe Versammelte, Papst Franziskus hat im letzten Jahr auf seinem Flug zum Weltjugendtag nach Brasilien seine schwere, schwarze Aktentasche selbst getragen.
Das hat die Journalisten natürlich neugierig gemacht. Die stürzten sich gern auf solche Nebensächlichkeiten. Und sie fragten ihn, was er denn in dieser Aktentasche so Kostbares gehabt habe. Und mit dem im eigenen verschmitzten Humor hat er gesagt, da war nicht der Schlüssel zur Atombombe darin, sondern da war der Rasierapparat darin, das Brevier und ein Buch über die Theresita, also die kleine heilige Therese. Diese Heilige nämlich verehre er besonders, das war seine Antwort. Und mir scheint, dieses Bild der schwarzen Aktentasche mit der Theresita, der kleinen Therese darin, das ist ein schönes Bild für die Kirche am Anfang des 21. Jahrhunderts. Im Reisegepäck unterwegs in die Zukunft der Kirche darf eines sicher nicht fehlen, die kleine heilige Therese als treue Wegbegleiterin der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Danke für die Aufmerksamkeit.